Heute ist die Universitätsmedizin Magdeburg auf der Herzwoche, die in Sachsen-Anhalt heute Station macht. Wir informieren über eine der häufigsten Erkrankungen in Deutschland und in Europa, das sind nämlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren, um die wir uns kümmern müssen. Und wir vertreten hier heute in der Universitätsmedizin vor allem den Hauptrisikofaktor Cholesterin. Wir versuchen, Leute zu motivieren, sich gegebenenfalls den Cholesterinspiegel messen zu lassen. Und wir sind nicht die Einzigen. Im Hintergrund seht ihr ganz, ganz viele Stände. Die AOK ist da, die Deutsche Herzstiftung, der Landessportbund. Wir von der Klinik für Kardiologie und Angiologie freuen uns, dass wir heute auch hier teilnehmen an der dritten Herzwoche Sachsen-Anhalt mit unserem Stand und den beiden Kollegen. Wir haben uns vorgenommen, die Passanten und Mitbürger zu beraten zu ihrem individuellen kardiovaskulären Risiko und zu der Frage, was kann jeder Einzelne für sich tun, um im Rahmen der kardiovaskulären Prävention gute Vorsorge zu treffen.